Heute möchte ich Ihnen die einzelnen Funktionen der Setari 111 erklären und welche Funktion sich hinter welcher Taste verbirgt. Die Taste 0 und Cal werde ich heute nicht behandeln. Diese beiden Tasten dienen der Kalibrierung und die Kalibrierung erkläre ich Ihnen in einem anderen Video, das Sie in unserem Channel etari.de finden können. So, wir schalten das Gerät mit Druck auf den Sensor ein. Nun erkläre ich Ihnen diese Taste. Mit dieser Taste können Sie mit einmaligem Druck die Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten. Und wenn Sie diese Taste länger gedrückt halten, können Sie zwischen den Messeinheiten Mikrometer und Mils hin und her schalten. Wie Sie hier sehen, schalte das Gerät auf Mils um. Und nun wieder zurück auf Mikrometer. So, das sind die Funktionen dieser Taste. Die nächste Taste wäre die Taste mit der kleinen Taschenlampe. Diese Taste steuert hier vorne diesen beiden Lämpchen, ein LED- und ein UV-Lämpchen. Mit einem Druck auf die Taste schalten Sie das LED-Lämpchen ein. Das LED-Lämpchen ist zum Beispiel ganz praktisch, um bei schlechten Wetterverhältnissen oder Lichtverhältnissen den Lackzustand zu überprüfen. Dafür halten Sie das Gerät ca. 15 cm von der Lackoberfläche entfernt. Und es werden zum Beispiel Kratzer oder schlechte Politur sichtbar. Hierfür ist es ganz praktisch oder Sie können auch bei schlechten Lichtverhältnissen einen Blick in den Motorraum und so weiter werfen und haben immer ein kleines Taschenlämpchen dabei. Mit einem weiteren Druck auf die Taste schalten Sie das UV-Licht ein. Mit dem UV-Licht können Sie zum Beispiel die Sicherheitsmerkmale auf Geldschein kontrollieren. Hier werden diese Fasern sichtbar, die eingearbeitet sind, wie Sie hier recht gut erkennen können. Oder Sie können auch die Sicherheitsmerkmale auf dem Fahrzeugbrief erkennen. Hier sehen Sie den Bundesadler und auch wieder diese eingearbeiteten fluoreszierenden Fasern, die der Sicherheit dienen, damit Sie erkennen können, dass das Dokument auch echt ist. So, und nun zur letzten Taste, zu der NF-Taste. Mit der NF-Taste können Sie das Gerät automatisch steuern, also ob Eisen- oder Nicht-Eisen-Modus. Wie Sie hier erkennen können an dem A, befindet sich das Gerät gerade im automatischen Modus. Das heißt, das Gerät wählt je nach metallischem Grundwerkstoff den Messmodus aus, mit dem es misst, ob auf Eisen- oder Nicht-Eisenmetall. Wenn Sie die Taste einmal drücken, schaltet das Gerät automatisch in den Eisenmodus, hier erkennbar an Ferrum oder auf Non-Ferrum, also Nicht-Eisenmetall. Das automatische Steuern des Messmodus wird empfohlen, wenn Sie zum Beispiel galvanische Schichten auf Eisenmetall messen möchten, also zum Beispiel die Dicke einer Verzinkung oder ähnliches. Diese Konstellation imitiere ich gerade mit einer Eisen- und einer Nicht-Eisenmetallplatte. Wir legen die Platte aus Nicht-Eisenmetall auf die Eisenplatte und messen einmal ab. Damit haben wir die Dicke der Aluminiumplatte auf Eisen bestimmt. Diese wäre 1930 Mikrometer. Wenn Sie die Taste, dann kommt wieder der Nicht-Eisen-Modus und wenn Sie nochmals drücken, befindet sich das Gerät wieder im automatischen Modus. Und wie gesagt, wählt frei, je nach metallischen Untergrund, seine Messmethode. So, jetzt sind wir am Ende der kleinen Präsentation angelangt. Das Gerät schaltet sich bei Nichtgebrauch innerhalb von 60 Sekunden selbst ab. Es gibt also keinen Ausschaltknopf. Vielen Dank.